Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Fez. Und wir sind immer noch in komischen Gebieten unterwegs. Wenigstens ist das hier nur ein kleines Gebiet. Hat ein kleines Tor sogar und einen Würfel. Und noch Geheimnisse. Gucken wir erstmal nach unten. Oh, da ist ja sogar schon der Würfel. So, hier runter. Und unter dem Würfel geht es sogar noch weiter, aber dann gucken wir doch erstmal nach oben, wenn der Würfel hier unten nämlich ist. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte nach oben. So, genau. Und ja. Will ich das wirklich ausprobieren? Dann probieren wir es mal aus. Ich habe nämlich so das Gefühl. Runter. Genau. Da ist der Würfel. Du hast 8 Würfel gefunden. Gehen wir dorthin zurück, wo all die Türen sind. Nein, das machen wir nicht. Hier gibt es definitiv noch ein Geheimnis, das ich finden will. Hier ist es nicht. Hier scheint es auch nirgends zu sein. Nein. Nö. Hier vielleicht irgendwo dazwischen. Nein. Dann gehen wir mal hier durch zurück, mal gucken, ob's das Geheimnis war. Und wir landen wieder hier. Und nein, war's nicht. Okay, gucken wir uns dann doch lieber hier weiter um mal. Ich habe immer noch das Gefühl, dass hier in dem Baum irgendwo was ist. Da ist sogar was. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Hier sieht es nämlich schön aus. Das Wasser sieht aber komisch aus, aber wir können drin schwimmen. Und hier gibt es Eichhörnchen. Und hier können wir hochhüpfen. Ups. So. Genau. Gibt es hier überhaupt was? Nein, das ist einfach bloß eine Kletterpassage. So. Hier können wir drauf springen und dann können wir hier durchgehen. Und sind wir oben in noch einem Gebiet. Was gibt es denn hier? Eine verschlossene Türe. Hier können wir durch. Da sind wir auf der Seite und das bringt uns. Ich frage mich, was das ist. Einfach mal drauf rumspringen. Wirklich bringt tut's nichts. Da ist eine Tür in die kleine Hütte. Da wird ja nichts Großes drin sein, hoffe ich mal. Das wird wahrscheinlich der kleine Raum sein. Ja, in dem nichts ist, außer der Ausgang. Das glaube ich jetzt doch irgendwie nicht so wirklich.
Tatsache. Da ist noch wieder so ein großer Würfel. Muss das denn sein? Gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und sind wieder hier. Ah ja. Hüpf. Ups. Ich sollte warten, bis ich gelandet bin. Wow, das sind Sprungpilze. Ups. Hier rüber. Aua. Sprungpilze also. Hier hoch. So. Das wollte ich nicht. Das wollte ich genau. Alles nach Plan gelaufen. Alles kein Problem. Nein. Das lief schon wieder nicht nach Plan. Eigentlich müsste ich da oben hinkommen. Ah, hier ist noch ein Vorsprung. So. Und hier ist wieder ein Gebiet mit einer Truhe. Ups. Das war so nicht geplant. Hier geht's nämlich hoch. Hier sind wieder so komische Steine. Was steht? Was sagt er dazu? Nichts. Auf dem hier steht irgendwas geschrieben. Ich würde mal schätzen, dass wir hier erstmal weiter müssen. Oh Gott, ist das verwinkelt. Hüpf. 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 Und hier blühen die Kirschblüten. Und wir sind gerade eben vor die Hunde gegangen. Und hier hoch. So. Wir haben jetzt mehrere Türen, wie ich das sehe. Gucken wir erstmal in diese hier rein. Ah, Gott, da ist schon wieder so ein großer Würfel als nächstes. Nein. Mit was will mich diese Welt hier bloß quälen? Mit Unendlichkeit oder was? Hier hoch. So. Da oben ist auf jeden Fall ein Stück. Was ist mit dem Ding hier? Das sieht merkwürdig aus. So, noch ein Stück Würfel. Dann ist hier aber absolut nichts mehr, außer die eine Türe noch. Die ich finden muss. Ah, die ist auf der Rückseite. So. Hallo? Ah, lass mich raten. Da oben ist das Symbol, das heißt, das ist eine Rückwegtüre. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Oder sie funktioniert nur in eine bestimmte Richtung. Und wieder ein Würfel. Hallo Raupe, wie bist du denn hier gelandet? So, sammeln wir das Stück noch ein. Und hier können wir wieder fragen, was das ist. Und wissen sie immer noch nicht. Irgendwelche komischen Obelisken.
ja. Gibt's hier noch was Tolles zu sehen? Hier sind nur die beiden Türen. Und ansonsten ist hier eigentlich nichts mehr. So, hier rüberlaufen. Und da rein. Hallo, nächster großer Ort. Wenn die Zeittüren nur für das aktuelle Gebiet gelten, also in der Nexus. Kann ich euch hier gerade mal zeigen. Also das hier unten ist der Nexus-Ausgangspunkt. Mit den fünf Wegen. Einmal hier, den hier und den in die vier großen Bereiche. Hier gibt es dieses eine Tor. Jetzt sind wir hier oben in einem Gebiet mit einem Tor und wir haben noch ein Gebiet, noch zwei Gebiete mit Toren gefunden. Beziehungsweise eins habe ich nicht betreten, nämlich das hier. Und dann haben wir natürlich noch das da hinten. Wenn ich jetzt also mal davon ausgehe, dass die Tore nur innerhalb dieses Gebiets funktionieren, also von hier aus gesehen abgegrenzt sind, müsste es vier so große Würfel geben. Und demnach auch vier solche Verzweigungen. Okay. Das heißt, wir werden eine nach der anderen abgehen. Erst einmal dieses Gebiet hier. Das schon wieder wie viele hat? Na, das geht eigentlich. Sechs kleinere Räume, zwei größere. Gucken wir erstmal, dass wir die kleineren finden. Ist hier einer? Yep. Hier ist einer, aber der wird uns wahrscheinlich nach da hinten führen. Jupp, genau. Der führt uns nach da hinten, wo es noch mehr Abzweigungen gibt. Da können wir dann später lang gehen. Ich will erstmal die kleineren Räume finden. Und dann die größeren machen. Hier hoch. Und dann gucken wir mal hier rüber. Ja. Du führst wahrscheinlich da oben hin, oder? Richtig. Das ist das andere Gebiet. Da geht nur eins weiter, weil da ein Zeitreise, auch ein Tor ist und eine Uhr. Ja, interessante Orte haben wir hier gefunden. Ein Tor, was direkt hierhin zurückführt, ist albern. Aber hier ist die erste kleinere Tür. Das kann nicht alles gewesen sein. Das kaufe ich euch nicht ab. Hier ist auf jeden Fall wieder so ein komischer Tetris-Stein obendrauf. Hier ist die Tür wieder. Ich glaube kaum, dass die Tür irgendwas mit dem Rätsel zu tun hat, oder? Nein. Hier ist definitiv noch irgendwas Rätselhaftes drin. Tür können wir hier so nicht sehen. Irgendwas an dem Thron vielleicht? Nein, hier fallen wir bloß runter. Hier können wir nichts anstellen. Wir können zwar springen, aber ansonsten bringt uns das nichts. Ja, wir können hier so durchspringen.
Nö, hier ist nichts. Seltsam, seltsam. Vor dem Thron ist auch nichts. Links und rechts zu sehen. Da ist nur die Tür. Seht ihr das? Sieht man kaum, hä? Aber da sind Spuren an der Wand. Hier müsste man doch irgendwas machen können. Und zwar sind da so Tetris-Bausteine an der Wand gewesen. Kann ich den hier irgendwie verändern? Nein, kann ich leider nicht. Ich habe auf jeden Fall da diese Tetris-Bausteine. Ich würde es am liebsten jetzt gerne mal in Zeitlupe machen. Aber leider kann ich hier nicht wirklich was dran ändern. Egal, wo ich hingucke. Naja, gut. Dann lassen wir erstmal diesen Raum und gucken wir uns später irgendwann nochmal an. Ich mache jetzt erst einmal wieder einen Cut. Bis dann.